Wenn wir ein gewisses Maß an Heilung erreicht haben auf unserem Dualseelenweg, dann spüren wir, wie passgerecht sich die Dinge in unserem Leben anfangen zu fügen. Ein Ereignis greift ins andere. Es treten Synchronizitäten auf. Wir haben das Gefühl, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Manchmal hat man fast den Eindruck, sich in einem Film zu befinden, und zwar in einem guten Film mit einem fantastischen, fantasievollen, poetischen Drehbuch. Und wenn wir dort angekommen sind, zeigt uns das, wie viel wir geschafft haben. Denn unsere Seele schwingt reiner, schon sehr nahe an ihrer Ursprungsfrequenz, weil die Krusten und Hüllen aus Angst und Verletzung abgefallen sind. Wir spüren, dass wir nahezu ausschließlich nur noch Menschen in unser Feld ziehen, die uns wohlgesonnen sind, die keine falschen Masken tragen aus aufgesetzter Freundlichkeit, sondern die uns echt und authentisch begegnen. Wir sind jetzt stark genug, um wahre Liebe auszuhalten. Erst einmal in Form dieser Freundesliebe oder Seelenschwester, Seelenbruderliebe, was uns auch vorbereitet, in uns den Boden bereitet, eines Tages die Dualseelenliebe im Alltag auszuhalten. Das Leben gewinnt an Substanz und an Geschmack, an Duft. Die Wahrnehmungen werden klarer. Die Dankbarkeit wird dementsprechend auch größer, weil sich alles so füllig und beglückend uns darbietet. Wir ruhen immer mehr in der Gegenwart, in unserem Sein, in der Gelassenheit. Man könnte das beinahe als Vorstufe der Erleuchtung bezeichnen. Und dieses Vertrauen in den eigenen Weg ist mehr denn je präsent. Vor allen Dingen, wenn wir zurückschauen. Unser Weg wird uns erst in der Rückschau komplett verständlich. Und wir erkennen, vor einem Jahr ging es mir so und so. Oder vor 3 Jahren, als ich meine Dualseele kennengelernt hatte und so gerne mit ihm zusammen sein wollte, jetzt verstehe ich, warum es damals noch nicht ging. Ich war noch zu beschädigt. Ich hätte es noch gar nicht zulassen können. Diese Dinge erkennen wir erst im Nachhinein. Und wir fangen an, die göttlichen Gedankengänge, die Wege Gottes, die ja sprichwörtlich als unergründlich gelten, zumindest teilweise zu ergründen.
Und alles ergibt einen Sinn. Wir erkennen das Strickmuster, das die Engel für uns angefertigt haben im Schal unseres Lebens, um mal in diesem Bild zu bleiben. Und daraus erwächst der Glauben, dass es weiterhin alles, was geschehen wird, uns dienen wird und dass Gott auf unserer Seite ist. Wir hören auf zu hadern. In dem Moment, wo wir anfangen zu verstehen, hören wir auf zu hadern. Selbst schwerste Kindheitstraumata erscheinen in einem neuen Licht, in dem Licht des Begreifens. Es musste so sein. Wenn wir immer stärker auf der Frequenz unserer eigenen Seele schwingen, heißt es auch, dass Katastrophen, Unglücksfälle, Krankheiten von uns weichen. Wir brauchen sie nicht mehr. Wir brauchen sie nicht mehr als Spiegel für unseren inneren Hang zum Drama oder für Abgründe, die wir vor uns selber verschlossen hatten. Wir brauchen sie auch nicht mehr, weil dunkle Wesenheiten uns fliehen. Die finden in uns keinen Anker mehr. Ein Mensch, der voller Liebe ist, ist für diese Wesen nicht mehr interessant. Und dann braucht es auch keine Schutzgebete, keine Schutzformeln mehr, weil ganz von selbst wir in der Sicherheit sind. Ebenso wenig benötigen wir dann auch noch die Unterstützung der geistigen Führung. Das mag etwas seltsam klingen, aber wir haben letztlich alle Führung in unserer Seele. Das heißt nicht, dass unsere uns so vertrauten und treuen Geistführer uns dann verlassen. Aber wir werden bemerken, dass wir immer weniger auf ihre Hilfe zurückgreifen müssen und wollen. Sie begleiten uns dann noch, vielleicht weil es so schön ist, miteinander zu sein. Und weil wir sie auch beglücken können. Auch die hohen Meister haben ja noch ihre Fähigkeit, glücklicher zu werden, als sie es schon sind. Diese Fähigkeit besitzt sogar Gott. Wir können Gott noch glücklicher machen. Ich selber gehe leidenschaftlich gern ins Kino und weiß einen guten Film außerordentlich zu schätzen und komme immer mehr zu der Einsicht, dass ein guter Film auf der Basis eines göttlichen Drehbuches auch göttlich inspiriert ist. Und da das Leben auf der Erde eine Illusion ist, könnte man sagen, das Leben ist an sich schon ein Film. Und wenn wir es dann noch einmal in die Form eines Filmes bringen, den wir auf der Leinwand schauen, wird wieder die ursprüngliche Essenz, was dem ganzen Leben zugrunde liegt, sichtbar. Deshalb geht ins Kino. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland im Moment möglich ist. Ich bin ja in Spanien. Oder schaut euch zumindest auf bestimmten Kanälen einen schönen, berührenden Film an.
Das kann ich nur empfehlen. Und ein Film, der ein Happy End hat, was die Menschen ja so lieben, entspricht der Realität des Dualseelenprozesses. Auch unser Dualseelenprozess wird dieses Happy End aufweisen.